Moin, moin. Ja, wir sind heute zeitig aufgestanden und jetzt geht es zur Militärboutique. Und Jungs, habt ihr Bock? Ja! Ja, geil. Ja. Wollen wir mal gucken, was es da Schönes gibt. Wir haben jetzt noch gute 2 Stunden Fahrt vor uns. Also wenn ihr Bock drauf habt, dranbleiben. Und sonst wisst ihr ja, abschalten, ne? Ordentliche Pumpe. Da steht eine Feldküche vom CF. Ausbeute. Ja, oben auf eine M58 Jacke. Die war bestellt für jemanden. Wenn ich dann zu Hause bin, geht die gleich in die Post. So, was haben wir noch Schönes? Ein Koppel zu dem M58. Dann habe ich hier noch eine englische Jacke. Mit den Patches hier drauf. So, und das Ding ist, das ist ein frühes Modell. Das neuere Modell, was ich ja schon habe, hat innen drin, na, ja, so ein Netz. Das hat dieses hier nämlich nicht. Und was hier auch anders ist, es hat seitlich Reißverschlüsse, wo diese Fließtaschen sind. Deswegen fand ich die jetzt sehr interessant und habe die deswegen auch gekauft. Die hat auch die Ärmelbelüftung, deswegen ganz cool. Vielleicht kann man die auch noch einfärben. Mal schauen, was ich mit dem Teil mache. Ja, dann habe ich hier noch ein Trikot. Auch zum M58. Passt auch. Und ein Tarp. Ein Original-Tarp. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich auf Anhieb irgendwo das Etikett finden. Ein Bascher, ein Tarp der dänischen Armee. Da ist es. So. Original. H-Mark 97. Ja, richtig geil. Ja, das hat sich richtig nämlich gelohnt. Gerade wegen dem Tarp hier, ne? Richtig genial. Da war ich immer schon ganz heiß drauf. Und jetzt hatte der, keine Ahnung, wie viel da liegen habt. Hat sich definitiv gelohnt. Ja, und was habe ich noch? Genau, das habe ich hier in die Jacke gesteckt. Moment. Krieg's jetzt auf Anhieb raus, aus der Tasche. War das die Tasche? Dann war es die andere Jackentasche. Da. Und zwar Aufnäher. Da kann ich dann nochmal ein Patch von machen. Ach, das sind sogar 2. Da pappen 2 aneinander. Das wäre einer gewesen. Ja, schön Danmark-Schriftzug. Das sind sogar 2. Ich dachte, das wäre einer gewesen. Ja, sehr cool. Jetzt fällt er mir auch noch weg. Ja, das war unsere Ausbeute. Richtig geil. Hat Spaß gemacht. War zwar eine lange Fahrt. Waren jetzt 360 Kilometer hin und zurück. Und naja, Zeitaufwand, ich glaube 5,5 Stunden sind wir gefahren insgesamt hin und zurück. Aber hat sich gelohnt, allein schon wegen dem geilen Tarp. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis demnächst. Macht's gut.